Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Super Mario World mit sehr viel mehr Sternewelt und so weiter und so fort. Und dem lustigen Fisch-Level, was sehr, sehr lustig ist und so. Und außerdem haben wir, das ist das einzige Level, in dem wir einen blauen Yoshi bekommen. Und der ist insofern natürlich lustig, weil, dass wir, wie bereits gesagt in der letzten Episode, meine ich, das, würdest du bitte einfach das machen, was du machen sollst? Na gut, dann halt nicht. Dass die bei jeder Schildkröte die Funktionen vorweisen, quasi die. Weißt du, hier blau. Also, das heißt, er würde, dass der blaue Yoshi bei so ziemlich jeder Schildkröte anfängt zu fliegen. Das ist natürlich dadurch, dass er das tut, ein sehr, sehr nützlicher Yoshi, weil man damit im Grunde genommen, wenn man möchte, jedes einzelne Level auf diesem Planeten und in diesem Spiel überspringen kann. Der normale Ausgang da oben, glaube ich, in der Röhre. Hier unten drunter der geheime Ausgang. Also, das ist ein ziemlich simples, einfaches Level. Wobei es in der Star World nicht das simpelste und einfachste Level ist. Also ist sogar noch eins, das sogar noch ein bisschen einfacher ist. Aber dazu dann quasi später mehr. So, dass ihr erstmal freundlich nochmal spielen. Und dann läuft das. Blauer Yoshi, wie gesagt, das ist, ich meine, das einzige Level, in dem es den gibt. Und deswegen ist dieses Level eigentlich ein ziemlich interessantes, weil. Ist natürlich. Wenn man denn das Spiel sich einfach machen möchte und permanent Sachen überfliegen möchte, ist das einfach das Go-To-Level und dann, ich meine. Ich sag mal so, wenn er ein 13-Jähriger macht. Nein, ist einfach. War natürlich jetzt irgendwie keinen Sinn, gerade in einem Playthrough, weil warum würde ich jetzt alle Level überfliegen? Das wäre natürlich lahm. Aber nö, früher hat man das häufiger mal gemacht. Wenn, keine Ahnung, wenn ein Level zu schwer war, genauso wie man. Wie man das halt so macht, so leicht wie möglich. Ich hab 75 Leben. Werden wir die 99 Leben noch schaffen? Nee, glaube ich nicht. Nee, wir sind mit der Star Road nämlich fast fertig und danach kommt nur noch die Special, die Super Special, Secret Special und dann geht das erstmal richtig bergab. Nein, ich glaube nicht, dass wir auf 99 Leben kommen werden, wenn ich es raten müsste. Ist aber auch noch nicht eins dieser Spiele, wo sich dann was ändert. Also in den aktuellen Mario-Spielen ist es dann ja manchmal oder vielleicht mittlerweile immer so, ich habe keine Ahnung, dass Mario, wenn er 99 Leben hat, die Mütze abnimmt. Keine Ahnung, also ich eine ziemlich nutzlose, aber interessante irgendwie, sag jetzt mal Erfindung. Keine Ahnung, wie man das sonst nennen mag. Ich glaube, das ist jetzt das einfachste Level von diesen. Das ist vollkommen korrekt. Und zwar, im Grunde genommen ist der normale Ausgang hier. Das war's. Das ist das Level. Und wir müssen jetzt natürlich noch irgendwie zu dem Special-Ausgang kommen. Secret Special Secret Sieg. Man könnte natürlich jetzt hier dann irgendwie, wenn man möchte, diese ganzen Punkte da sammeln. Oder irgendwie gucken, dass man hier an diese scheiß 50 Punkte kommt, damit diese Challenge irgendwann funktioniert. Das wäre dann jetzt quasi das Go-To-Level, was das angeht. Aber wir werden das wahrscheinlich mal nicht tun. Nein. Wir werden lieber hier so. Dann dem Typ so. So, ne? Und dann eigentlich hätte ich das wahrscheinlich gebraucht. Aber das macht gar nichts. Hier oben ist nämlich. Komm ich da nur mit der Wolke hin? Okay, oh Gott sei Dank kriegen wir eine neue. Quasi nochmal Glück gehabt. Hi, Freund, dich brauche ich nämlich. So, guck, dann können wir nämlich hier mit dem Typ, können wir dann nämlich hier so hochfliegen und so. Das wäre mit Sicherheit auch irgendwie, oder wäre das mit Yoshi möglich gewesen? Ich würde jetzt nicht zwingend drauf wetten, ehrlich gesagt, aber, na, ist auch egal. Ne, also so dann. Das ist vermutlich das einfachste, simpelste Level in diesem Spiel. Also, das war's. mehr hat es wirklich mit diesem Level nicht auf sich. Aber damit kommen wir natürlich jetzt auch relativ schnell hier voran. Das ist auch eine feine Sache. Der rote Yoshi, der natürlich dann überall Feuer speist. Überall. Über fucking all. Mit dem Level habe ich irgendwie verbinde ich mit dem Level auch mehrere Versuche. Ich weiß nicht warum, aber das werden wir bestimmt gleich noch rausfinden. Ist das eins dieser Level, die am Ende irgendwie. Ich glaube, das ist eins dieser Level, wo man am Ende. Nein. Den Yoshi braucht. Also mit meinen Fähigkeiten den Yoshi braucht. Wo man da wahrscheinlich wieder irgendwie anders rüberfliegen könnte oder so. Oder unterm Ziel her oder sowas. Irgendwie sowas verbinde ich mit diesem Level, aber. Wahrscheinlich täusche ich mich. Mal gucken. Aber vielleicht ist es auch so. Ich meine, es gibt noch einen so ein Level, wo das so ist. So, wir hatten das ja schon mal, dass wir da unter einem Ziel herfliegen. Und im Moment, stopp. Hier müssen wir wahrscheinlich lang. Brauche ich dafür. Ja, das war's. Das ist auf jeden Fall schon mal der Secret-Ausgang. Haben wir den schon mal gefunden? Es läuft doch. Es läuft gut voran. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch da drin den normalen Ausgang finden. Und dann. Oh Gott, dann geht's los. Und dann werde ich alles bereuen, was ich jemals gesagt, getan oder gesehen habe. Aber das macht gar nichts, weil wir. Wir warten das ja. Oh Gott, ich hab so Angst. Also die Secret Level Special World, das sind so ziemlich die schwersten Level im Spiel. So, der kann jetzt zwar auch fliegen, also die blaue Schildkröte Dingsbums, die verlieren dann nicht ihre eigentliche Kraft. Die kriegen nur dann dazu die Kraft, die sie hätten, wenn sie dann auch noch die Farbe des Yoshis hätten. Also im Grunde genommen ist das Yoshi, sind die farblichen Yoshis quasi ein Yoshi-Upgrade. In dem Sinne, dass der dann alles toller macht, was jemals noch toller sein kann. Und damit meine ich einzig und allein die Schildkrötenpanzer. Fantastisch. Komm, ist immerhin. Man muss dann nehmen und dann ist alles auch vollkommen in Ordnung. Ich habe das Gefühl, dass mit dieser Röhre hat es doch bestimmt irgendwas auf sich. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Nein, ich werde nicht sterben.
Ist bestimmt, irgendwas ist hier bestimmt. Irgendwas ist hier bestimmt und dann kommt bestimmt wieder so ein Bonus-Ding oder so. Ne, ich werd die Röhre jetzt mal einfach ignorieren. Ich bin mal so frei quasi. Wärst du so freundlich? Ja, sicher. Wer soll so freundlich sein, wenn nicht ich? Sagte die selbstverständlich freundlichste Person auf diesem gottverdammten Planeten, nicht wahr? Ja, klar. Entschuldige mal bitte. Jeder von uns ist der freundlichste Mensch auf diesem Planeten. Manchmal. So, also jetzt auf Special World, Alter. Und ich werde so sterben. Schöner Mond übrigens. Danke. Ich bin fürchterlich begeistert von deinem Mond da oben links. Ist hübsch. Hätte ich selbst nicht besser malen können. Special World. Nali, die haben auch die übelst coolsten Namen, Alter. Nali, Dude. Läuft. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ohne dass ich es wüsste, ich glaube, die haben alle auch irgendwie zwei Ausgänge oder so. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich glaube auch, dass ich irgendwie hier schnell machen kann, aber man kann auch Yoshi mitnehmen. Man kann Yoshi, glaube ich, nicht mitnehmen. Eben nicht. Nee, das ist ja das Problem, was wir hier haben. Aber ist egal, wir müssen, glaube ich, dann aber auch nicht mit dieser lustigen Kettensäge da fahren. Die heißt übrigens, glaube ich, wirklich einfach nur irgendwie Säge oder so. Also manchmal sind die Namen so fürchterlich kreativ. Das ist genauso wie in Zelda. In Zelda-Spielen, wenn du da plötzlich irgendwie. Keine Ahnung. Da heißen die verdammten Fledermäuse heißen Keys und die Schlangen heißen Rope und die Spinnen heißen Tektite und so ein Scheiß. Aber die Steine heißen Rock. Einfach so. Aber ich meine, wer von uns würde sich auch freiwillig mit The Rock anlegen? Das wäre ja quasi auch albern. Tschö. Schön ist die Idee. Die haben alle, ich weiß nicht, was das Weiße auf deren. Ach, wahrscheinlich sind das die Capes, die weißen Sachen auf deren Rücken? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl. Das ist bestimmt jetzt eine ganz, ganz schlechte Idee, das zu tun. Ich habe das Gefühl, dass ich das bereue. Nein. Ja, gut auch. Ich weiß zwar nicht, wo der zweite Ausgang von diesem Level ist, aber wir werden mit Sicherheit. Haben die alle einen zweiten? Ich glaube schon. Das ist jetzt, glaube ich, der normale Ausgang. Und ich glaube, man muss in allen von diesen Leveln den zweiten Ausgang finden, damit es überhaupt weitergeht. Ich glaube, es passiert gar nichts. Doch. Haben die alle zwei? Die haben alle auf jeden Fall nur einen gelben Punkt. Das heißt, die haben alle nur einen, oder was? Okay, dann machen wir einfach mal so weiter. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich dachte, die hätten alle zwei, aber nein. Auch das Level. Ich sterbe schon, bevor es überhaupt soweit ist. Das ist ein sehr, sehr besonderes Level, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist so ziemlich tubular. Das ist, glaube ich, so ziemlich das, weltweit anerkannt als das schwerste Level in diesem Spiel. Weil wir müssen, pass auf. wir kriegen diesen wunderschönen Ballon. Und mit diesem wunderschönen Ballon müssen wir natürlich dann jetzt hier durch die Gegend fliegen. Aber natürlich müssen wir nicht einfach nur durch die Gegend fliegen, sondern wir müssen dazu erstens gucken, dass wir am Leben bleiben, weiterhin Ballons kriegen und dann diese Stelle. Das ist quasi, ja. Und jedes Mal, wenn du getroffen wirst, ist der Ballon weg. Ich habe jetzt noch 78 Leben. Wenn es am Ende dieses Levels noch 68 wären, wäre ich überglücklich. Das wird dauern jetzt, das wird richtig dauern. Ich hasse dieses Level und ich bin damit nicht alleine. Das ist, oh Gott. Das ist so, weißt du, jeder hat ja im Grunde genommen wahrscheinlich in so ziemlich jedem Spiel ein Level, das er wirklich verabscheut und abgrundtief hasst. Wo er wirklich weiß von Anfang an, wenn er das Spiel startet, dass er weiß, okay, bald irgendwann kommt der Moment, in dem wir dieses Level spielen müssen. Das ist für mich dieses Level und ich, gut. Das wird wahrscheinlich die komplette Episode füllen, es sei denn, ich habe irgendwann mal fürchterlich viel Glück. Oder ich wachs einfach mal über mich hinaus. Wo war der scheiß Ballon drin hier, ne? Ja, sehr schön. Ah, diese dummen Blumen, ne? Diese dummen, verkackten Blumen. Ich könnte natürlich so schnell wie möglich einfach hier drunter hergehen. So, läuft doch. Läuft doch eigentlich, ne? Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch zum Ziel kommen. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Weil ich glaube, ich brauche noch einen dritten Ballon. Ist ja einer drin, hier ist keiner drin. Natürlich ist da keiner drin. Ich hasse dieses Level. Jetzt bin ich so weit gekommen und muss das halt nochmal machen, weil ich keinen Ballon mehr hatte. Dieses Level, ne? Wenn dieses Level vorbei ist, dann sind wir quasi im Endspurt. Aber erstmal noch das absolute gottverdammte Highlight. Ich hasse dieses Level. Aber das Ding ist, weißt du, in dem Fall, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich damit nicht allein bin. Mich würde mal interessieren, was die ganzen großen Fans von diesem Spiel, von diesem Level so halten. Also es gibt ja Leute, die dieses Spiel wirklich sehr, sehr gerne mögen, verständlicherweise. Ist nicht darauf hinaus, dass das Spiel jetzt scheiße ist, oder? Überhaupt gar nicht. Nur was Leute, die dieses Spiel mögen, was halten die von diesem Level? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendwer ernsthaft dieses Level mag. Das ist einfach, keine Ahnung, einfach Arsch. Geh weg. Ich muss, glaube ich, jetzt hier runter, weil ich glaube, der Typ...
den Ballon, genau. Lass mich bitte einfach, Nein! Nein, ich hasse dieses Level. Ich hasse. Das gibt's überhaupt nicht. Und wir werden dieses Leid hier, das Leid werden wir ungeschnitten lassen. Das habe ich jetzt gerade hiermit beschlossen. Wir werden das Leid ungeschnitten lassen. Und wenn dieses Video eine Dreiviertelstunde dauert, werden wir dieses Level heute hier durchspielen. Und ich werde alles bereuen, was ich hier heute gerade gesagt habe. Aber das ist vollkommen egal. Wir sind gut im Bereuen. Also vor allem ich. Da bin ich quasi mittlerweile dermaßen geübt drin auch. Ich hasse. Geh einfach weg. Danke. Jetzt bin ich schon wieder fast zu langsam. Jetzt muss ich wieder runter. So, jetzt wirft der wieder seine scheiß Eier da. Und dann wirft er mir das Ei. Nein. Geh einfach. Du wirst mir das jetzt nicht wieder vorkommen. Nein. Du verficktes, dummes Stück Schokoladenkuchen. Verficktes, dummes Schokoladenkuchen. Weil das dritte Schimpfwort, da müssen wir dann noch irgendwie entschärfen. Weil die ersten beiden quasi, die sind geschenkt. Die sind vollkommen geschenkt und deswegen machen wir das auch. Oh Gott, ey. Was ist das für ein verficktes Power-Up? Warum würde Mario das überhaupt wollen? Ist er sich in einen Ballon verwandelt? Und warum verwandelt er sich in einen Ballon? Nur weil er einen Ballon, wo P draufsteht, isst. Also, liebe Kinder, gebt von Acht, bitte keine Ballons essen. Es wird ja immer auch gesagt, ne? Man soll keine Ballons essen. Ach so. Oder, man kriegt ja immer gesagt, man soll kein Kaugummi essen. Vielleicht ist das Kaugummi. P wie Bubblegum. Und dann, das passiert, wenn man Kaugummi isst. Also lasst das besser sein. Dann landet ihr in dem schlimmsten Level, der es jemals gab. Dem wahren Leben. Ah, geh doch bitte einfach nicht existieren. Oh, dieses Level, ne? Ich hab so keinen Bock mehr. Das Ding ist, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Dabei ist ja niemand mehr irgendwas passiert. Kann bitte irgendwas nicht zufällig genau mich treffen? Ich werde ohne Scheiß. Es ist auch jedes einzelne Mal so. Jedes einzelne Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, bin ich in diesem Level und denke mir, verfickte Scheiße, ihr dummen, dreckigen Arschlöcher. Warum? Das Ding ist, das ist hier nicht mal mehr Platforming. Fick dich. Das ist nicht mal mehr Platforming, Mann. Das ist genauso wie. Ich finde es fürchterlich, wenn die schwersten Level in einem Spiel nicht schwer sind, weil es schweres in einem Plattformer. Nicht schwer sind, weil es schweres Platforming ist, sondern schwer sind, weil es eine verfickte dumme Mechanik ist, die nichts mit den eigentlichen Mechaniken dieses Spiels zu tun hat. Genauso wie wenn irgendwie in irgendeinem Spiel das schwerste Level ein Wasserlevel ist, einfach nur weil es ein verdammtes Wasserlevel ist. Aber ist auch egal. Nö, das ist gut. Ist ein tolles Level. Tubular ist verfickt nochmal. Toll. Die haben das bestimmt damals schon so genannt. Klar, die haben das damals schon so genannt, weil die wussten, dass irgendwann YouTube existieren würde und dass die ganzen armen YouTubulas das dann irgendwie hochladen müssen und sich fürchterlich aufregen und so. Das ist extra für YouTube gemacht, dieses Level. Da bin ich mir sogar beinahe sicher. Also wenn man jetzt mal Shigeru Miyamofuno fragen würde, der würde sagen, ja sicher, Alter, der sagt so, wenn der Kurz das sagt, dann stimmt das. Das sagt der, da ist der sich ganz sicher. Da bin ich mir sehr sicher, dass er sich da sicher ist. Nein. Du triffst mich diesmal nicht. Ist das hier vorbei? Geh weg. Ist das hier vorbei? Lass mich jetzt bitte einfach... Nein. Ja! Oh Gott, ich hasse. Dieses Level... Okay, wir haben es geschafft. Wir haben das Allerschlimmste hinter uns. Ich hab's gehasst. Okay, es hätte aber schlimmer kommen können. Wir haben noch 70 Leben statt 68. Also bin ich zufrieden. Ja, dann bin ich zufrieden. Dann machen wir jetzt natürlich als Bonus auch noch Level. Oh Gott, dieses Way cool, Alter. Dieses Level, ne? Dieses Level... Ja, aber wir haben es hinter uns. Wir sollten nicht schimpfen. Zufrieden damit sein, dass es vorbei ist. Ein für alle verdammte Mal. Super Mario World Randomizer habe ich auch geschickt bekommen. Da bin ich mal, also wie der funktioniert, bin ich auch gespannt. Das werden wir natürlich jetzt nicht direkt im Anschluss machen, weil wir haben noch größere Dinge und wichtigere Dinge, zu denen wir uns aufschicken müssen. Nein, vor allem halt Abwechslung und so, aber ne, ist klar. Aber da bin ich auch mal gespannt. Jetzt, wo wir gerade mit dem Link to the Past Randomizer gen Ende kommen. Also ich bin mal gespannt, was der so vor allem randomized. Ich glaube, was der ändert, ist unter anderem oder vor allem. Shit. Ich werde sterben. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich sterben werde? Glaube ich, dass der einfach alle Level nimmt und die durcheinander wirft. Also wenn ich das erste Level betrete, ich fahre jetzt einfach weiter. Wenn ich das erste Level betrete, dass dann theoretisch das vorletzte Level kommen könnte oder so. Ich glaube, das ist so, aber ich. Wirklich wissen tue ich es nicht. Da bin ich bei meinen 68 Leben angekommen. Okay, jetzt ich habe ohne Scheiß in dem Tubular-Level habe ich dann wahrscheinlich jetzt meinen kompletten restlichen Verstand, auch wenn davon natürlich nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist, habe ich dann da liegen lassen.
Aber das ist okay. Das ist auch Standard. Gehört sich so. Anders funktioniert dieses Spiel nicht. Dafür ist das Level auch da. Das ist im Grunde genommen die Grundlage dafür, dass manche Leute dieses Level, das Spiel nicht durchkriegen. Weil sie ihren verdammten Verstand verloren haben an diesem Level. Ich meine, ich bin jetzt gerade hier normal durchgekommen, ne? Das heißt, ich gehe mal davon aus, ich habe keinen einzigen Schalter mehr benutzt, wenn mich alles täuscht. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das gar nicht mal so die allerschlechteste Idee war. Da oben in der Höhle ist bestimmt irgendwas Wichtiges, aber das lässt mich jetzt einfach mal kalt. Auf die Dinger kann man, glaube ich, auch Spin-Jumpen. Das wäre wahrscheinlich eine deutlich klügere und einfachere Idee. Das Problem ist, mit Spin-Jumps, deswegen nutze ich die wirklich selten in dem Spiel hier oder in dem Playthrough bis jetzt, dass ich von Mario Maker gewöhnt bin, dass die auf der R-Taste liegen. Hier liegen die allerdings nicht auf der R-Taste, sondern... Gut. Sondern auf dem... Was ist das hier? Keine Ahnung. Auf dem A-Knopf. Das heißt, im Grunde genommen müsste ich dafür dann meinen Finger wegnehmen von dem Rennknopf. Dafür, dass ich Spin-Jumpen kann. Und das mache ich einfach nicht. Keine Ahnung. Ich müsste... Nee. Also das kommt mir quasi gar nicht in die Tüte. So. Das ist ein bisschen schade. Man könnte natürlich jetzt, wenn man das jetzt emulieren würde, irgendwie mit Button-Mappern oder so, das Ganze versuchen zu dingsen. Das ist sehr schlecht. Das geht noch. Wusste ich. Das Ganze irgendwie zu deichseln, aber da... Also ich spiele das ja auf der Wii U, wie immer. Weil ich dafür einfach so einen coolen Controller habe irgendwie. Mal gucken, ob ich am Ende des Videos dran denke, den zu zeigen. Jetzt werde ich es, glaube ich, jetzt mache ich es besser nicht. So vorsichtshalber. Einfach nur so vorsichtshalber. Das ist so ein mehr oder weniger, warte mal hier, so ein authentischer, so ein authentischer SNES Pro-Controller da. Den gab's so irgendwie, keine Ahnung, für Nintendo Stars oder wie auch immer. Warum würde man das tun? Damit ich es einfach so authentisch wie möglich spielen kann. Ich könnte das theoretisch auch auf dem SNES spielen, ich habe die ganzen alten Konsolen hier rumstehen und so. Allerdings habe ich das Ganze irgendwann mal getestet mit dem Framemeister und so. Und da hatte ich, glaube, ich hatte das am Anfang von diesem Playthrough sogar mal erwähnt. Da hatte ich, keine Ahnung, die ganze Zeit so ein Grundrauschen in der Tonspur und das war einfach scheiße. Das möchte ich so nicht haben und deswegen nehmen wir erstmal die Wii U-Version. Erstmal im Sinne von, jetzt sind wir so weit, das wird vielleicht auch noch durchziehen können, womöglich, Mr. Kurz, Donkong. Läuft. Genauso mein Name. Fantastisch. Ach guck mal, jetzt bin ich das erste Mal sogar hier durchgekommen, ohne getroffen zu werden, sagt er und starb anderweitig. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist quasi auch das, was ich gerne von meinem Leben haben möchte. Danke. Gib mir das. Fantastisch. Jetzt möchte ich aber gerne hier auch mal irgendwie schaffen. Das wäre ganz fantastisch. Du mit deinen scheiß Flügeln kannst mich mal kreuzweise an der Poperze knutschen. So. Da werde ich diesmal ausnahmsweise nicht reinrutschen. Das ist schon wieder. Ich wollte gerade sagen, das sieht so aus, als wäre das irgendwas. Meine Fresse. Das sieht so aus, als wäre es irgendwas, wo ich definitiv dran scheitern werde. Das Ding ist. Wenn wir drei Level in einem Video schaffen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich demnächst umsteigen auf halbstündige Episoden, aber das ist auch vollkommen egal. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen hier. Im Schweiße unseres Angesichts. Klar. Sind ja wahre Profis, nicht wahr? Ja. Ey. Okay. Können wir dann jetzt bitte aufhören, dieselben verdammten Fehler jedes Mal zu machen? Das wäre fürchterlich fantastisch. Das wäre ganz toll. Und ich habe hier keine Hits. Das Ding ist, man kriegt in dem Level aber auch keine Hits. Warum ist dieser Runden gegangen? Ich habe nicht nach unten gedrückt, meine verfickte Scheiße, meine Fresse. Oh, ey. Und jedes einzelne Mal muss ich diese Scheiß-Sektion am Anfang des Levels nochmal machen. Jedes einzelne Mal. Das... Bin jetzt einfach mal oben geblieben. Ich habe den Schalter jetzt die ganze Zeit überhaupt nicht aktiviert, aber hier ist ja dann irgendwann diese Röhre und es geht offensichtlich nicht in die Richtung dieser Röhre. Fun-fucking-tastisch, Mann. Ich hasse dieses Level. Ich hasse. Jedes einzelne Mal trifft mich das Ding. Jedes einzelne verfickte Mal trifft mich diese scheiß Arschkrampe. Jedes einzelne Mal bin ich hier hinten wieder ohne verfickten Hit. Ich werde gleich wieder sterben. Ich hasse. Wie viel Leben habe ich in diesen beiden Leveln alleine jetzt verloren? Das gibt's doch überhaupt. Ich hatte vorhin noch 78, jetzt sind es noch 58. Okay, wie funktioniert der Scheiß jetzt hier? Mit Springen, oder was? Nee, geh weg und geh verfickt nochmal sterben, du Arschloch. Du auch. Lass mich, ohne Scheiß, wie lange dauert das Scheißlevel noch? Fick dich. Ich hab die Schnauze verfickt nochmal voll von diesem Level. Nein. Da ist das Ende des Scheißlevels, Mann. Okay, meine Damen und Herren. Nee, ich hole mir jetzt ein Power-Up, ist mir scheißegal. Okay, bevor ich dieses Level jetzt überhaupt nicht hinter mir kriege, da können die Leute mir jetzt vor mir erzählen, dass ich das Spiel scheiße finde. Ja, ich finde dieses Level scheiße, ist mir vollkommen egal. Ich werde das jetzt einfach hier versuchen zu überfliegen. Ich werde, so wie ich mich kenne, daran scheitern, aber ist mir jetzt auch vollkommen egal. So, bevor ich überhaupt keine Chance mehr habe, oder einfach in diese Röhre hier rein. Warte mal, wo bringt mich denn diese Röhre hin? Wahrscheinlich bringt die mich jetzt zurück.
So wie ich dieses Spiel einschätze, bringt mich diese Röhre jetzt zurück. Oder ich kriege jetzt den Yoshi. Und dadurch kriege ich jetzt dann die verfickten Flügel da, die da irgendwo waren. Und die bringen mich jetzt vielleicht dann irgendwo hin, wo ich hin möchte. Das ist doch eine gute Idee, oder? Warum habe ich den Yoshi am Anfang dann überhaupt stehen lassen? Bringt mich das jetzt zum Ende des Levels oder so ein Scheiß? Bringt mich das bitte zum Ende des Levels. Ich gehe mal davon aus, dass es schneller ist, hier einfach runterzugehen, statt jetzt diese dummen Yoshi-Münzen. Das war das Ende des Levels. Meine Damen und Herren, ist mir vollkommen egal. Wir haben das Level gesehen. Da war quasi die Ziellinie mal vor uns. Ich bin trotzdem noch gestorben. Ist mir vollkommen egal. Dieses Level ist scheiße. So. Und der Level davor auch. Das muss jetzt mitbluten. Dafür ist der nächste Level hoffentlich, dass was dran steht. Awesome. Also, bitte like, Button kaputt kloppen für mehr Cheats. Ist mir scheiße. Das war kein Cheat. Ich habe mir verficktes Power abgeholt. Also, in den Comments, wie schrecklich war das mal wieder? Ich habe keine verdammte Ahnung, was Menschen gerade an Tubular. Wie scheiße ist Tubular? Das ist jetzt die Frage des heutigen Tages. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und hoch offiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.